IMAT hat sich als Trendbarometer der Intralogistikbranche etabliert. In diesem Jahr kamen rund 33.000 Besucher und damit 11% mehr als 2013. Grund für diesen Ansturm waren die vielen Neuheiten der über 1000 Aussteller. Darunter auch einige Highlights aus dem Bereich Materialfluss. Diese fielen uns besonders auf. Ja, wir präsentieren Ihnen das Weilock Shuttle auf der Logimat 2014 als neues Teil der Knapp-Produktfamilie. Ist eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Knapp-OSR-Produkt, da es sich hier um ein sehr flexibles Shuttle-System handelt. Während das Knapp-OSR vor allem für sehr schnell drehende Leger geeignet ist, ist das Weilock Shuttle für den langsam- und mitteldrehenden Bereich geeignet, insbesondere auch für Produktions- und Industrielösungen. Sie sehen die Funktion der drehbaren Räder und damit können wir nicht nur im Längsgang fahren, sondern auch im Quergang. Wir sagen dazu Querlenken, Querdenken, denn es ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten für die Automatisierung, vor allem ihrer bestehenden Leger. Dadurch, dass das Shuttle auch mit einem Lift die Ebene wechseln kann, ist es eine perfekte Möglichkeit, Ihr automatisiertes Lager zu skalieren. Sie können mit einem Shuttle beginnen und je nachdem, wie Ihr Unternehmen wächst, können Sie weitere Shuttles dazufügen, die Ihrem Unternehmenswachstum entsprechend die Performance erhöhen. Sie sehen hier den ECDS 350, ein Schlepper, wie Sie ihn bereits von Jungheinrich kennen. Und dieses Fahrzeug stellt an sich keine Neuerung für Sie dar. Aber das Neue finden Sie hinter dem Gerät. Wenn Sie einmal hier den Blick auf diesen Anhänger werfen, das ist unser GTE-Anhänger, ein E-Frame-Anhänger, der geeignet ist, 1200 Kilogramm Last zu bewegen. Und die Besonderheit bei diesem Modell ist, dass wir eine rein elektrische Verbindung zwischen den Anhängern haben, wie Sie hier an dem Stecker unschwer erkennen können. Das bedeutet, wir haben eine sehr saubere, eine sehr leise und eine sehr sichere Verbindung für diesen Anhänger. Aber wir haben nicht nur diesen Anhänger, sondern wir haben das Bestreben, für alle unsere Kunden die verschiedenen Anwendungen zu bedienen und Lösungen dafür zu finden. Deswegen haben wir auch hier diesen Portalanhänger. Und dieser Portalanhänger ist für 1000 und 1600 Kilogramm Last geeignet, sodass Sie hier mit diesem Portalanhänger eben auch Ihre Lasten bewegen können. Die Last wird angehoben, Sie haben eine beidseitige B&Entladung und Sie können auch eine Last ganz bequem durch den Anhänger hindurchschieben, da Sie eine ausreichende Höhe unter dem Portalbügel haben. Damit haben wir bei Jungheinrich die richtigen Antworten auf die Routenzugwünsche unserer Kunden. Das Kardex Sort-to-Ship-System wurde entwickelt für die Konsolidierung von Teilaufträgen, die aus verschiedenen Kommissionierbereichen zusammengeführt werden, um daraufhin anschließend in einer entsprechenden Reihenfolge, die kundenspezifisch definiert werden kann, diese Teilaufträge wieder auszulagern, um sie anschließend zu verpacken. Ein zweiter Anwendungsfall ist die Auslagerung direkt für die Versandauslieferung im Bereich B2C, wo die Filialbelieferung in einer entsprechend optimierten Form stattfinden kann, in der Form nämlich, dass die Auslieferroute 1:1 abgebildet wird von unserem System. Die dritte Anwendung ist quasi ein Puffer für die Abholung Business to Customer von Kundenaufträgen, beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel. Der Kunde bestellt und kommt nach der Öffnungszeit, um seine Ware abzuholen. Das Sort-to-Ship kann recht einfach in eine Gebäudestruktur integriert werden, um dann anschließend eine Abholung per Scheckkarte zu ermöglichen.